Ja, wir haben 10 Uhr. Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Referenten. Hiermit möchte ich Sie im Namen des Organisationsteams recht herzlich zur zweiten Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft Veranstaltung in diesem Jahr begrüßen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute auch wieder zugeschaltet haben und sich die Zeit nehmen. Ein besonderer Dank geht natürlich auch an alle Referenten, die Ihnen nachher ihre Beiträge vorstellen werden, sowie an den Vertreter des Wirtschaftsministeriums, der ein Grußwort sprechen wird. Mein Name ist Wolfgang Bonn, ich bin Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein und einer der Organisatoren dieser Veranstaltung. In der ersten Veranstaltung am 2. September diesen Jahres, die auch unter der Überschrift Technische Lösungen für nachhaltige Gewerbegebiete lief, hatten wir etwas über Sektorkopplung und Bioökonomie gehört, sowie über Abwärmenutzung. Heute wird es im ersten Vortrag um ein Energiekonzept für ein Mischgebiet in Heide gehen. Danach geht es um das Thema Power to Cool. Und im dritten Vortrag geht es um das Thema Digitalisierung. Meine Kollegin, Frau Bernhardt, wird Sie gleich noch kurz mit ein paar technischen Details vertraut machen und dann das Programm vorstellen. Danach geht es schon los mit dem Grußwort aus dem Wirtschaftsministerium. Und abschließend zur Eröffnung möchte ich noch ganz kurz das Organisationsteam vorstellen. Das ist einmal die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein, kurz EESH, dann die Energieagentur der Investitionsbank Schleswig-Holstein, die Kieler Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklungs GmbH, die Wirtschaftsförderungsagentur des Kreises Plön, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde sowie die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein, kurz WTSH. Und last but not least, das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein. Und nun wünsche ich Ihnen und uns allen eine interessante Veranstaltung und wir hoffen natürlich, dass Sie viele Informationen und Ideen mitnehmen für Ihre alltägliche Arbeit, aber auch eventuell Gelegenheit finden, mit dem einen oder anderen potenziellen Partner für zukünftige Projekte. Das wäre jedenfalls eine unserer Wunschvorstellungen für diese Veranstaltungsreihe. Und jetzt gebe ich ab an meine Kollegin Tabitha Bernhardt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die einführenden Worte. Auch von meiner Seite möchte ich Sie nun alle ganz herzlich zu unserer nun schon zweiten Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft im Online-Format begrüßen. Es freut mich wirklich sehr, ja, dass Sie trotz der etwas besonderen Bedingungen, die nun unsere langjährige Präsenzveranstaltung in dieses Online-Format verlegt haben, ja, so zahlreich sich angemeldet haben. Ja, mein Name ist Tabitha Bernhardt. Ich bin wissenschaftliche Projektmitarbeiterin im Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz, kurz EEKSH, und möchte Sie heute zusammen mit meiner Kollegin Barbara Weig von der Kieler Wirtschaftsförderung durch unsere Veranstaltung führen. Ja, bevor wir nun weiter im spannenden Programm gehen in unserer Veranstaltung, möchte ich für diejenigen, die vielleicht noch nicht so oft mit GoToWebinar gearbeitet haben, so eine ganz kleine technische Einführung geben. Und zwar sehen Sie an Ihrem rechten oberen Bildrand, wie hier auf der Folie beschrieben, so einen kleinen roten Pfeil. Wenn Sie darauf klicken, wird sich ein Menü ausklappen. Hier sehen Sie so ein kleines Händchen, so ein Handsymbol. Wenn Sie das nachher in der Fragerunde betätigen, ja, melden Sie sich sozusagen und wir können eben eine Wortmeldung drannehmen. Für alle weiteren Fragen während der Veranstaltung und auch vor allem während der Vorträge würden wir Sie bitten, eben diese Chat-Funktion unter dem Reiter Fragen eben zu verwenden. Die werden wir dann quasi unseren Referenten nach den Vorträgen stellen. Ja, da dies hier eben vor allem ja auch eine Veranstaltung zur Vernetzung ist, bei der eben die Bedingungen nun jetzt durch die Pandemie etwas eingeschränkt sind, möchten wir eben trotzdem bestmöglichst versuchen, dieser Aufgabe nachzukommen und würden Sie eben deswegen auch bitten, wenn Sie Fragen stellen, vielleicht ganz kurz Ihren Namen und Ihre Institution mit hinzuzuschreiben. Dann kann man das ein bisschen besser zuordnen. Im Nachgang können Sie sich außerdem gerne an unser Organisationsteam wenden, wenn Sie zum Beispiel Hilfe bei der Vernetzung zu Projektpartnern oder eben auch bei der Beantwortung von Fragen haben möchten. Dann können Sie genau gerne an eins von unseren Organisationen sich wenden. Genau, außerdem haben wir jetzt noch eine kleine Umfrage eingebaut, die eben
Ihnen und uns auch so ein bisschen helfen kann dabei, um zu sehen, aus welchem Bereich unser Publikum heute denn kommt. Da würde ich Sie einmal bitten, an dieser Umfrage kurz teilzunehmen und auszuwählen, woher Sie denn stammen. So, ja, das sieht ja ganz toll aus. Jetzt sind wir eine sehr ausgeglichene Veranstaltung, so wie das sein soll. Schön, ne? Wir haben aus der Wissenschaft 35%, aus der Wirtschaft 38% und aus sonstigen Bereichen 27%. Ja, das ist ja ein interessantes Bild. Ja, nun möchte ich gerne das Wort an Herrn Dr. Stefan Tobias vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein für das Grußwort übergeben. Herzlich willkommen, Herr Tobias. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ja, danke. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Wunderbar, schön. Ja, guten Morgen allerseits. Also es freut mich auch im Namen des Wirtschaftsministeriums, Sie begrüßen zu dürfen. Mein Name ist, wie schon gesagt, Stefan Tobias und ich bin neuer Leiter für das Referat Energiewirtschaft. Ich wollte mich eigentlich über GoToWebinar normal anmelden. Da hat es aber leider eine technische Barriere gegeben. Deswegen bin ich leider nur per Telefon dabei. Ich möchte mich aber nichtsdestotrotz herzlich bedanken beim Veranstalter, dass er dieses Webinar organisiert. Wissenschaft und Wirtschaft stehen in Zeiten von Corona vor großen Herausforderungen und Webinare ermöglichen dazu einen wertvollen Austausch. Ich nehme zum ersten Mal an der Werkstatt Wissenschaft und Wirtschaft teil und bin gespannt auf die unterschiedlichen Beiträge. Die anschließenden Fragerunden lassen Platz für spannende Diskussionen, von denen wir alle etwas mitnehmen werden. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist ja, dass sie bewusst Hochschulen und Unternehmen zusammenbringt. Durch diesen Wissenstransfer werden Energiethemen vorangebracht und wir alle profitieren davon, über Innovation und Wertschöpfung in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Das Projekt Carré 100, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, klingt vielversprechend und ich bin gespannt, wie Herr Professor Gelert die Erkenntnisse aus dem Projekt auf ein Gewerbegebiet übertragen wird. Ebenso freue ich mich auf die Beiträge von Herrn Dr. Knebel und Herrn Thorn. Sie alle tragen mit ihren Erkenntnissen zum Gelingen der Energiewende bei. Strom und Wärme spielen im gewerblichen Sektor eine wichtige Rolle und mit Sektorkopplung und anderen smarten Lösungen kann die Energiewende ein Erfolg werden. Ich wünsche Ihnen in den nächsten 1,5 Stunden interessante Diskussionen, einen wertvollen Austausch und neue Ideen für ein nachhaltiges Gewerbegebiet. Vielen Dank Ihnen allen. Ja, vielen Dank im Namen unseres gesamten Orga-Teams für das Grußwort, Herr Tobias. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich auch Zeit nehmen, an unserer Veranstaltung heute teilzunehmen zum ersten Mal. Sehr schön. Sehr gerne. Ja, also mit der Veranstaltungsreihe Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft befördert und unterstützt unser Organisationsteam eben ja den Austausch zwischen Hochschulen und eben den Unternehmen aus den Bereichen der Bioökonomie, der Sektorkopplung sowie der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse. Ja, und im Fokus unserer heutigen WWW-Veranstaltung stehen eben erneut technische Innovationen für nachhaltige Gewerbegebiete. Ja, es werden vernetzte Energieversorgungskonzepte Thema sein, die flexible Reaktion auf die Energieverfügbarkeit einschließen und Möglichkeiten für die Dekarbonisierung des Gewerbesektors zeigen. Wir haben heute dafür zwei Vorträge aus der Wissenschaft und einen aus der Wirtschaft zu diesem Thema. Und starten würden wir ganz gerne mit dem Vortrag von Herrn Professor Dr. Gunter Gelert. Herr Gelert ist Professor für Gebäude- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Westküste und nach seiner Promotion im Jahr 2004 im Bereich Verfahrenstechnik an der TU in Hamburg war er für knapp 7 Jahre in der freien Wirtschaft tätig. Hier war er zeitweise Leiter in der Entwicklung im Bereich Umwelttechnik bei der Werle Umwelt GmbH sowie Leiter des technischen Produktmanagements bei Senatec, wo er sich unter anderem mit Feldtests für Brennstoffzellenheizgeräte beschäftigte.
Ja, seit 2011 ist er nun Professor für Gebäude- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Westküste. Und hier lehrt er unter anderem die Fächer Thermodynamik, Strömungslehre, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Und außerdem ist er auch an zahlreichen Projekten zur Umstellung auf regenerative Energieversorgung und Steigerung der Energieeffizienz beteiligt. Ja, vor allem in den Bereichen Gebäude, Quartiere, Schwimmbäder oder auch Aquakultur. Ja, sein heutiges Thema, zu dem er uns einen Vortrag halten wird, ist Energiekonzepte Carré 100. Was kann aus einem Bestandsmischquartier auf ein Gewerbegebiet übertragen werden? Ja, damit möchte ich Ihnen gern das Wort übergeben, Herr Gelert, und wünsche allen viel Spaß bei dem Vortrag. Ja, schönen guten Tag zusammen. Frau Bernhard, vielen Dank für die Einführung. Zunächst einmal die obligatorische technische Frage. Sie können mich alle hören und Sie sehen auch den richtigen Bildschirm? Ja, das hat geklappt. Super. Das ist super. Okay. Dann will ich auch gleich die Chance nutzen, den Zeitvorsprung, den wir gewonnen haben, nicht gleich wieder zunichte zu machen. Und zwar in meinem kleinen Vortrag geht es um das Energiekonzept Carré 100. Was kann aus einem Bestandsmischquartier gelernt werden oder auf ein Gewerbegebiet übertragen werden? In dem Projekt Carré 100 geht es um die regenerative Umstellung eines Bestandsmischquartiers, was relativ dicht am Zentrum von Heide gelegen ist. Also für diejenigen, die sich in Heide auskennen, ist es so, dass das Quartier direkt östlich von den Bahngleisen in unmittelbarer Nähe der Stadtbrücke, und zwar südlich liegt. Nur so kurz zur Orientierung. In diesem Gebiet, das ein Mischquartier ist, da sind sowohl Wohnhäuser, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser. Es sind aber auch einige Gewerbebetriebe ansässig. So, was bedeutet denn, wenn ein Gebiet nachhaltig ist? Ich habe Ihnen dazu nochmal die Definition aus Wikipedia mitgebracht, wo es eben ganz richtig darum geht, die dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme aufrechtzuerhalten. So, für ein Gebiet oder auch ein Gewerbegebiet ist es natürlich so, dass die Hauptressource, die hier wichtig ist, natürlich die Energie ist, wobei ich einschränkend sagen kann, dass für Gewerbegebiete natürlich auch andere Ressourcen eine Rolle spielen können. Für unser Bestandsmischquartier Carré, Rüsdorfer Kamp in Heide, ist es aber tatsächlich so, dass der Fokus auf der regenerativen Energieversorgung liegt. Natürlich ist es aber auch so, das weiß auch jeder, dass die Energieversorgung, die regenerative, ein Verfügbarkeitsproblem hat. Das heißt also, die Umstellung, Sie kennen die ganzen Diskussionen mit Windkraft, Abstandsregeln und so weiter, ist es halt so, dass wir zwar ein hohes Potenzial an regenerativen Energien haben, dass wir aber noch weit davon entfernt sind, unser gesamtes Energiesystem regenerativ umgestellt zu haben. Das wird ein langer Weg. Nicht umsonst wird das Jahr 2050 genannt. Das heißt also, wir müssen nicht nur die regenerative Versorgung aufrechterhalten und überhaupt auf die Beine stellen, sondern wir müssen auch einen schonenden Umgang mit Ressourcen und dementsprechend die Energieeffizienz vorantreiben. Und wir müssen natürlich, das ist der Charakter von regenerativen Energiequellen auf Basis von Sonne und Wind, wir müssen natürlich die Fluktuation irgendwie in den Griff kriegen. So. Ich habe Ihnen mal hier auf drei Folien das Energiekonzept so ein bisschen aufgeteilt. Ich möchte hier mit dem Strom, mit der Stromversorgung dieses Quartiers beginnen. Und zwar möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite lesen. Ich hoffe, Sie können meinen Mauszeiger sehen. Und zwar im Moment ist es ja vielfach so, dass wir konventionell versorgt werden. Das heißt, wir bekommen irgendwie Strom aus konventionellen Kraftwerken oder heutzutage in einer Mischung aus der Steckdose. Und im Verkehr, sage ich mal, tanken die meisten auch noch fossile Kraftstoffe. So, auf der anderen Seite, das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir nach und nach runterfahren. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, da haben wir jetzt die erneuerbare Erzeugung, die eben auf Strom regional hier oben, Windkraft, Sonnenschein. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, im Quartier selber Strom
zu erzeugen. Das ist hier so mit der angedeuteten Photovoltaik so ein bisschen bildlich dargestellt. Und wir haben natürlich auch lokal die Möglichkeit, mit Solarthermie Wärme zur Verfügung stellen. Da will ich jetzt gleich erst drauf eingehen. Der Charakter dieser Fluktuation ist natürlich, dass diese Fluktuationen ausgeglichen werden müssen, um eben Energiedargebot und Energieverbrauch in den Gebäuden und irgendwann auch in Industrie und Verkehr übereinander zu bringen. Und dafür haben wir in dem Quartier einen Stromspeicher installiert, wobei diese Stromspeicher natürlich nur Kurzzeitspeicher sind. Das heißt, in diesem Fall sprechen wir über eine Kapazität von 900 Kilowattstunden und 150 Kilowatt Be- und Entladeleistung. Und hiermit soll kurzfristige Schwankungen zur Versorgung des Gebiets ausgeglichen werden. Und bevor ich jetzt nochmal auf die Herausforderung hier unten zu sprechen komme, noch eine andere Herausforderung, nämlich das Batteriemanagement zur Versorgung des Quartiers. Das ist auch eine sehr, sehr große automationstechnische Aufgabe, die eben gleich mitgedacht werden muss. So, der Stromspeicher reicht natürlich für eine Langzeitspeicherung nicht aus. Sie kennen das alle, das Wort Dunkelflaute kommt nicht allzu häufig vor, aber wenn es vorkommt, dann reicht eine Batterie alleine nicht aus. Das heißt, wir müssen uns auch über andere Speichermöglichkeiten Gedanken machen und diese in dieses Konzept integrieren. So, dazu ist es hier bei uns im Carré so, dass ich bleibe jetzt immer noch im Bereich Strom, aber Sie sehen jetzt hier eine Wasserelektrolyse. Diese Wasserelektrolyse, die wird auch im Quartier stehen und die produziert Wasserstoff, der eben zwischengespeichert werden soll und vor allen Dingen den Mobilitäts- und den Industriesektor befriedigen soll. Natürlich sind das Pilotmaßstäbe, die großen Maßstäbe, die entstehen gerade im direkten Umfeld von Heide. Aber hiermit soll demonstriert werden, dass das eben möglich ist. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass dieser Wasserstoff natürlich auch im Falle einer Dunkelflaute für die Rückverstromung benutzt werden kann. Das ist hier dieser gestrichelte Pfeil. Das heißt, wir haben ein BHKW im Energiekonzept vorgesehen, welches auch Wasserstoff verträgt und eben auf diese Weise die Rückverstromung hinbekommt. Was auch noch wichtig ist, das ist jetzt, wir sind jetzt mitten in der Sektorenkopplung drin, dass eben sowohl die Elektrolyse als auch das BHKW neben eben den Hauptprodukten auch Abwärme produziert. Und diese Abwärme, die soll natürlich jetzt zur Effizienzsteigerung im Quartier zur Wärmeversorgung genutzt werden. Beim BHKW geht das direkt, weil die Wärme das ausreichende Temperaturniveau hat. Bei der Elektrolyse ist das nicht ganz so einfach. Da muss das Temperaturniveau mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe nochmal angehoben werden, sodass es dann in die Wärmeversorgungsleitung, das wird eine Nahwärmeleitung sein, eingespeist werden kann. So, jetzt sind wir auch mitten eigentlich beim Wichtigsten, was in Haushalten Energie ausmacht, denn Sie wissen vermutlich, dass in Haushalten Stromverbrauch eine mehr oder weniger untergeordnete Rolle spielt und der Hauptenergieverbrauch ein Wärmeverbrauch ist. Und bei Wärme ist das immer so eine Sache, insbesondere wenn wir diese Wärme aus regenerativem Strom erzeugen wollen. Denn Wärme, das wissen vielleicht die Ingenieure und Techniker unter Ihnen, ist eine minderwertige Energieform. Das heißt also, wenn wir Strom direkt, ne, nehmen Sie zum Beispiel den Tauchsieder, in Wärme umwandeln, dann kriegen wir zwar 1:1, also die Energie bleibt zwar erhalten, aber wir führen in dem Moment eine massive Energieentwertung. Der Thermodynamiker spricht auch von einem Exergieverlust. Dieses führen wir dann durch. Um das möglichst im Rahmen zu halten, ist es bei unserem Energiekonzept so, dass die Hauptlast der Wärmeversorgung tatsächlich eine Großwärmepumpe übernimmt. Diese Großwärmepumpe, die hat
den Charme, dass sie aus einem Teil Strom mehrere Teile Wärme machen kann. Und diese Wärme, die diese Wärmepumpe macht, die wird dann in einem großen Wärmespeicher, wir sprechen hier über 1000 Kubikmeter, welcher dann teilunterirdisch dann angeordnet werden soll. In diesen Wärmespeicher wird die Wärme übertragen, zwischengespeichert und das Quartier wird dann über eine Nahwärmeleitung versorgt. So, wir sind natürlich auch Realisten. Das heißt, wir werden es vermutlich nicht schaffen, das ganze Jahr über Jahrzehnte lang die Wärme nur aus diesen Quellen aufrechtzuerhalten. Wenn wir die ganze Zeit auch nur regenerativen Strom verwenden wollen, der ist ja, wie gesagt, auch nicht immer da. Das heißt, wir gewinnen nichts, wenn wir jetzt irgendwie, wenn gerade Flaute ist und Nacht, das Kohlekraftwerk jetzt den Strom liefert, dann ist es vielleicht nicht so gut, die Wärmepumpe zu betreiben. Und deswegen haben wir für solche Fälle tatsächlich noch die Rückfallposition Erdgas. Das heißt, wir haben das BHKW, was ich schon erwähnt hatte. Und wir haben allerdings auch noch einen Notfallgaskessel, den wir dann wirklich als Notfallaggregat benutzen können. Aber das Ganze soll ein Kompromiss sein und die kalkulierten Betriebsstunden über das Jahr von diesem Gaskessel, die sind äußerst gering. So, das ist jetzt im Wesentlichen in drei Teile eingeteilt, ein Überblick über das Energiekonzept. Was ich jetzt nicht in voller Länge ausführen kann, ist, dass natürlich die regenerative Betriebsweise aller dieser Komponenten eine automationstechnische Herausforderung ist. Ich will nur mal kurz eine Kleinigkeit anreißen. Wir haben das so vorgesehen, dass wir tatsächlich anhand von Wetterprognosen vorhersagen, mit welchem regenerativen Strom wir rechnen können. Abhängig davon, wird der Speicher betrieben, also zum Beispiel dann vorher entladen, wenn er vorher voll war. Und es werden auch diese Wärmepumpen eingelastet. So, auf diese Weise kann dann dieser regenerative Strom möglichst umfassend genutzt werden. Der kann dann eben als Wärme im Wärmespeicher zwischengespeichert werden. Und auf diese Weise kann das Quartier flexibel versorgt werden. Und genauso ist es eben, wenn mal die Vorhersage sagt, da ist gerade nicht viel zu erwarten auf der regenerativen Erzeugungsseite, dann muss eben das gesamte Speichermanagement eben so gesteuert werden, dass das Quartier trotzdem noch eine gewisse Zeit unabhängig davon versorgt werden kann. Gut, so, jetzt bin ich auch schon fast am Ende meines kleinen Vortrags angelangt. Was kann man jetzt daraus auf ein Gewerbegebiet übertragen? Also, was in dem Mischbestandsquartier ein Riesenproblem ist, aber in Gewerbegebieten vermutlich nicht so sehr, das ist, dass in Gewerbegebieten ein guter Dämmstandard leichter umsetzbar ist. Die Gebäude, die sind etwas größer, die werden auch öfter auch mal neu gebaut. Und hier gilt natürlich dann auch das Gebäudeenergiegesetz, heißt es ja heute, nicht mehr Energieeinsparverordnung. Und auf diese Weise ist es so, dass die Gebäude in Gewerbegebieten, glaube ich, ganz gut gedämmt werden können. Das ist in diesen Mischbestandsquartieren nicht. Sie müssen sich vorstellen, da sind Einfamilienhäuser, die sind so von 1900 oder 1910. Und da ist insbesondere in Richtung Wärmedämmung wenig passiert seitdem. Das ist natürlich ein Problem, sodass der Wärmebedarf in so einem Bestandsmischquartier wahrscheinlich noch dominanter sein wird als in Gewerbegebieten. Das ist auch schon der zweite Punkt. In Gewerbegebieten ist zu erwarten, dass das Verhältnis Wärme zu Strom ein bisschen anders aussieht und die Wärme nicht so sehr dominiert. So, ich hatte ja die Elektrolyse erwähnt, die wir eben als Demonstrator dort mit installieren wollen. In Gewerbegebieten ist natürlich der Wasserstoff deutlich besser nutzbar. Man kann da zum Beispiel eine Wasserstofftankstelle für LKWs anordnen. Möglicherweise sind da sogar Gewerbetreibende, die den Wasserstoff sogar direkt verwerten können. Dann ist es so, dass in Gewerbegebieten natürlich auch ein hohes Dachflächenpotenzial ist.
Das bedeutet Photovoltaik oder auch Solarthermie. Hier kann man dann, sage ich mal, die Eigenstromquote im Gewerbegebiet auch noch mal deutlich erhöhen. Und das ist nicht ganz unwichtig, in Gewerbegebieten gibt es natürlich auch geringere Anforderungen an Lärmbelastung. Lärmbelastung, wenn Sie an Wärmepumpen denken, was, wenn es dann Luftwärmepumpen sind, die haben eine gewisse Lärmbelastung. Und da muss man in Wohngebieten schon aufpassen, dass man da das richtige Aggregat auswählt, dass man die Energiezentrale an den richtigen Ort bringt und so weiter und so fort. Und genau da sind wir auch im Moment im Carré. Ich hatte nicht erwähnt, dass das nicht nur theoretisch ist, was wir da machen, sondern die Maßnahmen, die ich erwähnt habe, die werden auch jetzt in den nächsten 2 Jahren umgesetzt. Das heißt, es wird da tatsächlich das, was ich Ihnen gezeigt habe, auch in Teilen direkt baulich entstehen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag, Herr Gelert. Ja, und auch diesen guten Einblick in das Projekt Carré 100. Aufgrund der Themenverwandtheit aus dem wissenschaftlichen Bereich würden wir nun gerne zuerst noch unseren zweiten Wissenschaftsvortrag hören, bevor wir in die Fragerunde starten. Stellen Sie aber gerne jetzt schon Ihre Fragen mit Namen und Institutionen im besten Fall in unseren Chat und wir greifen sie dann nach dem Vortrag, den wir jetzt gleich hören, noch wieder auf. Ja, als nächstes hören wir einen Vortrag von Herrn Dr. Knebel. Herr Knebel ist ebenfalls an der Fachhochschule Westküste am Fachbereich Technik tätig. Er ist Gruppenleiter der Arbeitsgruppe Sektorkopplung am Institut für die Transformation des Energiesystems. Nach seinem Physikstudium promovierte er im Jahre 2011 auf dem Gebiet der Turbulenz- oder beziehungsweise Windenergieforschung. Ja, anschließend war er unter anderem als Windgutachter bei der Deutschen Windguard GmbH, als Technical Manager in Neuseeland sowie als Koordinator für die Windenergieforschung am Institut für Flugsystemtechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt tätig. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute auch von Ihnen etwas aus der Welt der angewandten Sektorkopplung erfahren dürfen. Und der Titel Ihres Vortrages lautet ja Power to Cool, Energieeffizienz und Bereitstellungspotenzial im Lebensmitteleinzelhandel. Herr Knebel, Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einführung. Ich weiß nicht, ob das klappt, ob Sie mich jetzt sehen können und auch gut verstehen können. Vielleicht da mal eine kurze Rückmeldung. Genau, Ihre Kamera ist noch nicht zu sehen, aber So, hören tun wir sie jetzt. gut. Ja, super, Ja, perfekt. wunderbar. So, dann wechsle ich jetzt auch mal auf meine Folien. Das klappt auch. Hoffe ich. Wenn, dann Ja, kurze das klappt. Rückmeldung. Ja, Hintergrund meines Vortrags ist eine Vorstudie, die wir im vergangenen Jahr angefertigt haben, bis in dieses Jahr hinein. Die Frage, der wir uns da gestellt haben, ist, welche Potenziale im in der Lebensmitteleinzelhandel durch die Nutzung von Kälte bestehen, als auch, ich sag mal, in Bezug auf Energieerzeugung. Und das Ganze wurde gefördert von der EKSH. So, und da möchte ich direkt einsteigen. Anknüpfend an das, was Herr Gelert gesagt hat, bezüglich Nachhaltigkeit, wenn man das auf die Energie überträgt, auch im Lebensmitteleinzelhandel, stellen sich 2 Fragen. Das eine ist, welche regenerativen Energieerzeugungspotenziale existieren überhaupt, wenn man über Lebensmitteleinzelhandel spricht? Wo bestehen auch Energieeinsparpotenziale und ganz wichtig, welche Herausforderungen und Chancen bieten sich da an dieser Stelle für die Zukunft, wenn man an den Lebensmitteleinzelhandel denkt? So, der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Erstmal ein grob Überblick. Wir haben in Deutschland etwa 35.000 Filialen mit einer Verkaufsfläche von über 100 Quadratmetern. Das ist schon mal eine doch erstaunliche Zahl oder große Zahl. Der Verbrauch liegt etwa bei 400 Kilowattstunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Und wenn man sich das dann gesamtheitlich anguckt, kommt man so auf eine Zahl von 13,4 Terawattstunden pro Jahr Energieverbrauch. Diese Zahl, wenn man das vergleicht mit dem, was man im Strombereich hat, das ist ungefähr 600 Terawattstunden. Das heißt, insgesamt verbraucht allein der Lebensmitteleinzelhandel ca. 2 bis 3%, zwischen 2 und 3% des Stromverbrauchs in Deutschland, also des Energieverbrauchs. Links dargestellt ist jetzt mal ein Beispiel für eine Filiale, wie man sie heutzutage vielfältig findet.
Der Trend geht ja dazu, dass man immer mehr Filialen letzten Endes auf der grünen Wiese entwickelt, durchaus auch in Gewerbegebieten, in der Nähe von Gewerbegebieten. Das heißt, raus aus der Stadt einfach immer mehr größere Fläche, so dass man an der Stelle, naja, großen Handel findet und sowohl Discounter als auch klassische Supermärkte. Und was man direkt sieht an der Stelle, man hat ein gewaltiges, also eine sehr große Freifläche in Form des Daches, an der Stelle von 1850 Quadratmeter. Also das ist ein exemplarisches Beispiel, was wir uns auch angeguckt haben. Wie gesagt, großer Discountmarkt. Und wenn man sich das anguckt, das ausrechnet, kommt man auf eine Zahl von ca. 260.000 Kilowattstunden in diesem Beispiel. Das Interessante dabei ist, wenn man das in Verbindung setzt mit der Zahl von 400 Kilowattstunden pro Jahr an Verbrauch, kann man damit theoretisch ca. 52% allein durch die Photovoltaik decken. Das Ganze ist allerdings der rein theoretische Anteil, weil in der Praxis sieht das Ganze anders aus, weil Sonne scheint nicht immer dann, wenn man es braucht. Gut, um das einschätzen zu können, an was das liegt oder was das für die Kälteerzeugung bedeutet, beziehungsweise wie der Verbrauch ist, muss man erstmal schauen, wie ist eigentlich der Energieverbrauch je nach Gewerk. Und hier ist mal ein Vergleich aufgezeigt. Das eine ist, was Herr Gillert eben auch schon angesprochen hatte, der Energieverbrauch im Privathaushalt. Und was man dort sieht, ist, dass im Privathaushalt der Anteil für Wärme deutlich überwiegt. Also einerseits Heizung 68%, also fast 70% alleine dafür, plus nochmal Warmwasser, man ist also insgesamt im Bereich von 84%, das sind die neuesten Zahlen, also im Durchschnitt für alle Privathaushalte Deutschlands, veröffentlicht das Umweltbundesamt. Vergleicht man das Ganze mit der rechten Seite, habe ich dort den Energieverbrauch im Lebensmitteleinzelhandel. Da sieht das Verhältnis ganz anders aus. Das heißt, Heizbedarf nimmt nur 10% ein und der Rest ist Prozess. Und das Spannende daran ist, was heißt jetzt Prozess? Also da einfach zusammengefasst, im Grunde genommen Prozess, Beleuchtung etc., Geräte, Kommunikation und letzten Endes auch Kühlerzeugung oder Kälteerzeugung. Und diese hat alleine in dem Bereich am Prozess mehr als 50%. Und diese Zahlen, die wir an der Stelle anhand eines Supermarkts aus unserer Metastudie entnommen haben, findet sich auch im internationalen Vergleich. Auch da findet man Zahlen, dass am Gesamtenergieverbrauch die Kälteerzeugung ca. 40-60% einnimmt. So, was heißt das jetzt? Wenn man da sieht, diese 10% auf der einen Seite Wärme, muss man mal tiefer reinschauen, was Kälteerzeugung bedeutet. Und dann mache ich jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs in die Thermodynamik und die Kälteerzeugung. Und man muss eigentlich nicht allzu viel wissen, um das zu verstehen. Wie gesagt, ich gehe nicht ganz in die Tiefe. Das Erste, was man verstehen muss, ist, Wärme fließt immer von warm nach kalt, nie umgekehrt. Und das Zweite ist, desto stärker die Temperaturdifferenz, desto größer ist der Wärmefluss. Wenn ich also eine Situation haben möchte, dass ich kühlen möchte, energetisch kein Problem, energetisch bzw. vom Energieerhaltungssatz, wäre auch umgekehrt der Weg möglich, allerdings brauche ich dafür Energie. Und das Spannende daran ist, für das Verständnis für die Energiebilanz im Lebensmitteleinzelhandel ist, dass in dem Moment, wo ich das mache, ich auch eine gleich große Menge oder eine größere Menge an Abwärme erzeuge. Das heißt, wenn ich den umgekehrten Wärmestrom haben muss, muss ich einfach Energie aufbringen. Und hier ist mal dargestellt, bezogen auf den Leistungskoeffizienten von der Kälteanlage, was das heißt, dieser Faktor. Wenn ich jetzt einen relativ schlechten Leistungskoeffizienten von 2 habe, bekomme ich das 1,5-fache dessen raus an Energie, an Abwärme, wie ich letzten Endes an Kälte dem Reservoir entzogen habe. Bei einem besseren Faktor bin ich immer noch bei, was ich nicht als Beispiel mal, ein Wert von 4, dann wäre ich immer noch bei einem Wert von 25% mehr an Abwärme. So, der nächste Punkt, den ich dabei verstehen muss, bezogen auf das Erste, was ich gesagt habe, Wärmeaustausch. Diese Abwärme, die ich ja letzten Endes erzeuge, die muss ich abführen. Voraussetzung dafür ist, dass ich auch ein höheres Temperaturniveau habe als die Umgebung. Und wenn man sich jetzt diesen Kältekreislauf anschaut, oder den Kühlkreislauf anschaut, besser gesagt, Kältekreislauf anschaut,
dann habe ich letzten Endes auch die Möglichkeit, das aufzuteilen. Also, wenn ich jetzt an meinen Kühlschrank zu Hause denke, da ist das beides zusammen. Das heißt, die Abwärme wird direkt an der Geräterückseite abgeführt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich hergehe und sage, naja, ich führe den Kühlkreislauf nach außen auf der rechten Seite und gebe die Abwärme direkt nach draußen ab. Das ist ein Weg, den man vielleicht im Kühlschrank nicht machen würde, allerdings durchaus im Lebensmitteleinzelhandel, wenn ich von großen Kälteanlagen spreche, weil ich die Abwärme an der Stelle unter Umständen gar nicht haben möchte. Damit verbunden sind Vor- und Nachteile, einerseits die Kosten, dann für den Kreislauf, aber halt auch andere Faktoren wie zum Beispiel Kältekreislauf, also die Zulässigkeit des Kältemittels, die Klimaverträglichkeit, also einige Faktoren mehr, die man berücksichtigen müsste. Aber man kann sich vorstellen, unter Umständen steigert man die Effizienz damit. Und das muss man sorgfältig austarieren. So, wenn man diese Situation hat und jetzt verstehen möchte, was im Einzelnen passiert, also dann zeige ich jetzt was auf den ersten Blick etwas erschlagend sein mag. Was hier dargestellt sind letzten Endes Sankey-Diagramme. Und an dieser Stelle ganz konkret, wie der Wärmefluss oder der Energiefluss in so einem Gebäude aussehen mag. Was hier dargestellt ist, hier mal skizziert als schwarz umrandetes Kästchen, ist letzten Endes meine Gebäudehülle. Und was passiert, wenn ich jetzt im Gebäude bin, ich brauche Heizung, genauso wie auch in jedem Wohngebäude, dann habe ich aufgrund der Temperaturdifferenz einfach Transmissionswärmeverluste nach außen, hier mal dargestellt auf der rechten Seite in Form der Umwelt, die rausgehen, also hier in diesem Bereich letzten Endes mein Innenraum, den ich darstelle, aber das eine ist halt die Abgabe an der Stelle, die erfolgt aufgrund der Transmissionswärmeverluste, das andere ist, ich habe interne Gewinne, die rühren aus mehreren Ursachen, das eine ist, ich habe Geräte, genauso wie Beleuchtung, also sprich, ich führe Strom zu. Also das Ganze wird eins zu eins in Wärme abgeführt und damit habe ich einen Wärmegewinn in den Raum rein. Das nächste, was ich habe Fenster oder auch opake Bauteile, worüber halt solare Gewinne stattfinden und auch diese heizen meinen Innenraum auf. Weiterhin auch im Bereich interne Gewinne sind Menschen, also gerade sprich habe ich einen Publikumsverkehr an der Stelle im Supermarkt, auch die heizen den ganzen Raum auf mit ca. 120 bis 100 Watt. So, das ist der eine Teil. So, der andere Teil ist, ich habe jetzt meine Kühlstellen und diese Kühlstellen, die sind einerseits die Tiefkühlstellen oder die Tiefkühltruhen, die ich im Markt habe, als auch die Normalkühlstellen. Kühlgerät, also sprich die Regale, die Kühlregale, die ich im Markt habe, die entziehen dem Raum, auch wenn da, ich sag mal, Türen dran sind, Wärme. So. Und wenn ich das Ganze machen möchte und diese Temperatur halten will, bin ich hier an der Stelle, dass ich letzten Endes Energie zuführen muss. Also ich führe Strom zu und auf der Rückseite habe ich dieses Verhältnis, was ich eben angeführt habe, ich habe Abwärme. So, und in diesem Beispiel ist jetzt mal dargestellt, wie so eine Situation im Sommer aussehen kann im Durchschnitt für 3 Monate, also sprich die Sommermonate, alles aufaddiert. Und dann stelle ich erstmal fest, in dieser sehr ungünstigen Situation, dass ich diese gesamte Abwärme, die ich aus meinen Kühlgeräten habe, die dem Raum ja Wärme entziehen, an die Umwelt abgebe. Das führt dann dazu, dass wenn ich das so mache, ich eigentlich an der Stelle oder ich an dieser Stelle eine Lücke habe, und ich meinen Raum zusätzlich aufheizen müsste. Und wenn man mal im Supermarkt gewesen ist, jeder von uns, stellt man auch fest, dass es gerade vor diesen Kühlstellen durchaus auch kälter ist und unter Umständen auch unangenehm, gerade wenn ich vielleicht keine Geräte habe, keine Türen davor habe von den Kühlschränken, für den Regalen, dann habe ich eine Situation, die ich eigentlich nicht haben möchte und die energetisch auch irgendwo wenig sinnvoll erscheint. Ein weiterer Punkt, auf den ich hier an der Stelle schon mal eingehen möchte, ich gucke mir das mal an, wir haben ja gesagt, Photovoltaik kann ich erzeugen, Situation im Sommer und was ich feststelle, im Mittel komme ich dahin, dass ich meinen Strombedarf für alle Geräte im Markt decken kann, als auch letzten Endes für meine Kühlstellen, auch das schaffe ich, aber wie gesagt, wenn ich es so mache, komme ich dahin, dass ich eine Lücke habe, wo ich zusätzlichen Bedarf hätte, einen Energiebedarf hätte für Heizwerke. Gucken wir uns das Ganze mal an, wenn ich eine Wärmerückführung mache, dann stelle ich fest, dass ich eigentlich die Energie deutlich sinnvoller nutzen kann und dass ich dann nicht mehr diese Lücke habe, ich aber einen großen Teil im Sommer weiterhin abführen muss,
der einfach ungenutzt ist. Das heißt, ich bringe Energie auf für Abwärme, die ich an der Stelle nicht nutzen kann. Auch hier sehe ich nochmal, hat sich ja nicht geändert an der Stelle, ich habe weiterhin einen Überschuss aus der Photovoltaik, den ich nicht selber nutze, den ich jetzt zum Beispiel ins Netz einspeisen würde. Vergleicht man das Ganze mit einer Situation im Winter, habe ich hier den Fall, dass ich gar nicht genügend Strom erzeugen kann durch Photovoltaik. Auch hier wieder eine Mittlung über 3 Monate. Das heißt, mein Strombedarf wird nicht gedeckt. Und ich habe zusätzlich, trotz dieser Rückführung, habe ich immer noch einen zusätzlichen Heizbedarf. Dieses Beispiel, was ich hier zeige, basiert auf einer einfachen Simulation, einer einfachen Simulationsrechnung und auf einer Reihe von Annahmen, die unter anderem in unserer Vorstudie auch dargestellt sind. Geht man weiter und guckt sich das Ganze mal an. Über das Gesamtjahr komme ich hier zu dem Schnitt und stelle fest, das ist diese Zahl, die ich eben mal gesagt habe, beziehungsweise hier sehe ich, ich habe 50%, kann ich decken. Den Rest kann ich nicht decken, hier bräuchte ich einen zusätzlichen Strom. Nur die Situation ist etwas anders, weil ich kann diese Photovoltaik, wie gesagt, Sonne scheint nicht immer dann, wenn ich es brauche, beziehungsweise zu viel besser gesagt, das ist eher das Problem an der Stelle. Und ich komme in eine Situation rein, wo ich am Ende nur eine Eigennutzungsrate, nur in Anführungsstrichen, von 25% habe. Also sprich, 50% von dem, was ich von Photovoltaik erzeugen kann, nutze ich auch selber. Im Privathaushalt ist diese Zahl allerdings deutlich schlechter. Da komme ich also nicht auf 50%, sondern auf ca. 35% typischerweise. Was aber hier wieder spannend ist, ist genau dieser Bereich, das hier anzuschauen. Wenn man das vergleicht mit diesem Anteil Photovoltaik, auf der linken Seite sieht man diese Abwärme. Wie gesagt, ich kann nicht allen Wärmebedarf decken im Winter und ich nutze diesen Teil nicht. Und das ist halt ein Potenzial, was man eigentlich adressieren könnte und adressieren müsste. Und da kann man über vielfältige Lösungen nachdenken und das ist auch eine der Herausforderungen. Und ich möchte jetzt, genau, bevor ich zum Fazit komme, ein kurzes Video zeigen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, kurze Rückmeldung. Und das ist jetzt so ein kurzer Entwicklungsstand, der die Situation relativ gut illustriert, was man da so vorfindet. Und ich starte das Ganze mal. Was man hier sieht, ist eigentlich, also es ist jede Stunde aufgezeichnet für die Situation ohne Rückkopplung. Auch hier wieder die gleichen Elemente mit meinem Strom, in dem Fall jetzt mal nicht, diesmal angepasst im Grün. Und hier auch mal illustriert die Temperaturverläufe, die ich habe, ist allerdings, wie gesagt, ein Zwischenstand. Und was man hier sieht, wunderschön im Januar, auch hier habe ich Photovoltaik, deckt halt nur einen ganz kleinen Teil ab. Aber es gibt auch da Zeiten, wo ich durchaus den Bedarf nicht übererfülle, aber wo ich halt auch entsprechende Anteile habe. Und jetzt kommt gleich mal ein Sprung, also hier mal dargestellt in Farben immer gelb und blau, Tag und Nacht. Die Uhr ist noch nicht ganz fertig. Aber hier sieht man auf einmal eine Situation im Sommer. Und man sieht, wie die Photovoltaik wirklich stundenweise das Achtfache dessen erzeugt, was ich selber eigentlich verbrauchen kann. Gut, und ich möchte an der Stelle auch zum Schluss kommen und das mein Fazit ziehen. Also was man erkennt ist, in der Summe, dass ich vielfältige Energieerzeugungspotenziale habe, einfach durch die Freiflächen. Gleichzeitig kann man weiterdenken und sagen, man überdacht die Parkplätze, auch da wäre entsprechendes Potenzial. Was ich sehe, ist, dass ich aufgrund senkender Vergütungssätze darüber nachdenken muss, wenn ich dieses Potenzial nutzen möchte, ich höhere Eigennutzungsquoten erzeugen sollte, man über lokale Energiekonzeptlösungen nachdenken muss, einerseits was Speicher angeht, Energiespeicher angeht, als auch vielleicht weitere Lösungen, um die Abwärme besser nutzen zu können, sei es wie gesagt, in der Umgebung in der Form. Was man des Weiteren braucht, ist, da bin ich nicht im Detail drauf eingegangen, ich sagte ja, man kann verschiedene Konzepte verfolgen, wie man letzten Endes den Kältekreislauf aufbaut. Es gibt zwei Formen. Einerseits habe ich steckerfertige Geräte, das heißt, die sind genauso wie im Privathaushalt, wo ich alle Abwärme letzten Endes Raum abgebe, als auch zentrale Kälteanlagen. Und da kommt es auf die Mischung an. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einfach eine Verbesserung machen, sei es durch Türen etc., und ich die Situation vor Ort nicht erfasst habe, kann ich das Problem haben, dass ich am Ende zusätzlich kühlen muss oder zusätzlich heizen muss,
weil ich, wie gesagt, diese Zusammensetzung, was eigentlich in den Raum abgeführt wird, nicht genau erfasst habe, weil ich vielleicht gar nicht kenne, wie groß die Wärmeströme sind, in die entsprechenden Geräte rein, in die Kältegeräte rein, was dann auch an unterschiedlichen Effizienzklassen liegt, die nicht erfasst sind, nicht korrekt beschrieben sind. Und an der Stelle nochmal den Punkt, den ich schon erwähnt hatte, Nutzung der Abwärme aus Kälteerzeugung im Winter und Herbst, das funktioniert prima. Wenn ich allerdings in den Sommer gehe, habe ich nicht den ausreichenden Eigenwärmebedarf und ich führe einen Großteil der Abwärme ab. Und das in der Größenordnung, wenn man jetzt diese Grafik nochmal aufmacht an der Stelle. So, Augenblick. Doch, da. Wenn man das vergleicht, bin ich eigentlich ungefähr in der gleichen Größenordnung wie dessen, was ich eigentlich an Photovoltaik, an Leistung erzeuge. Das heißt, alleine ausgerechnet bin ich in einem Bereich von etwa 65 Haushalten. Wenn ich von einem 4-Personen-Haushalt ausgehe, ist das etwa die Zahl, die ich Energie einfach abgebe, die ich ungenutzt verstreichen lasse und wo ich aber Strom für benötigt habe. Und was wir sehen, das weitere Fazit ist, dass es einen Bedarf gibt, neue Werkzeuge zu entwickeln, das weiterzuentwickeln, um erstmal das Potenzial überhaupt zu erfassen und darzustellen und natürlich auch zu bewerten. Ich habe jetzt eine energetische Bewertung dargelegt oder dargestellt, aber die Frage ist immer auch in den Lösungen natürlich, wie sieht das mit der Wirtschaftlichkeit aus, wie sehen Zuverlässigkeitszahlen aus und habe ich überhaupt alle Sachen, die da zu berücksichtigen, auch wirklich berücksichtigt. So, und damit komme ich zum Schluss und möchte mich an der Stelle nochmal für die Unterstützung oder für unsere Unterstützung bedanken bei der EKSH. Als auch bei Aldi und Aldi Nord und Edeka Frauen für die Bereitstellung von Daten sowie für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Knebel, für den tollen Vortrag. Das war sehr interessant. Ich werde jetzt auch gleich schon direkt einmal zu den Fragen hüpfen, denn wir haben hier einige bekommen. Da beginne ich gleich einmal mit einer Frage von Malte Schwanebeck vom Kompetenzzentrum Geoenergie von der CAU Kiel, der gerne wissen möchte, welche Umweltwärmequellen Sie für die Groß- bzw. Hochtemperatur-Wärmepumpen angedacht haben. Herr Gehler, das geht einfach, Sie wahrscheinlich. Das ist einfach zu beantworten. Das sind im Wesentlichen wegen der Verfügbarkeit vor allen Dingen Luftwärmepumpen. Okay. Mhm. Dann habe ich noch eine Frage von Gabriel Bartels von der Hochschule Wismar. Und zwar, welche Größenordnung hat die Wasserstoffelektrolyse in Ihrem Konzept, auch Cari 100 gemeint? 300 Kilowatt. Das ist ja wie aus der Pistole geschossen. Dann habe ich eine Frage von Herrn Philipp Weiß, vielleicht auch an Sie, Herr Knebel. Das ist nicht jetzt nicht so, könnten vielleicht an beide von Sie gerichtet sein. Und zwar, wenn ich ein Gewerbegebiet oder Industriegebiet, also ein GEGI-Gebiet entwickle, kenne ich die zukünftigen Nutzer nicht im Detail. Wie berücksichtige ich dies bei der Planung? Also wie viel Energie muss ich wann zur Verfügung stellen? Und was bedeutet das für die Systeme, die ich vorsorglich schon zur Verfügung stelle? Also vor allem im Industriebereich. Soll ich anfangen? Ja. Ja, das ist natürlich ein Problem, dass man eben erstmal eine Fläche ausweist, entwickelt und nach siedeln sich eben die Betriebe an. Was man aber natürlich machen kann, ist, dass man sich von vornherein zu einem Gedanken macht, wo soll überhaupt die Energiezentrale stehen? Möchte man überhaupt eine zentrale Wärmeversorgung machen in Form eines Nahwärmenetzes? Und wenn man sich dafür entscheidet, man kann das natürlich bei der Entwicklung auch sehr schön steuern, weil man dann einfach einen Anschlusszwang vereinbart, dann kann man auf diese Weise gleich sicher gehen, man weiß ja ungefähr über die Grundstücke Bescheid, dass man zum Beispiel schon eine Längenoptimierung der Nahwärmeleitung macht und auf diese Weise das Maximum schon mal aus der Wärmeliniendichte rausholt. Das ist nachher ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, den man schon auch ohne die genauen Kunden zu können, schon von vornherein berücksichtigen kann. Und dann kann man natürlich etwas machen, was wir in unserem Carré-Projekt auch gemacht haben. Wir können natürlich GIS-basierte Simulationen machen. Das heißt, wir können verschiedene Szenarien fahren.
wer sich dann wo und wann ansiedelt und welchen Energieverbrauch wohl mit sich bringt. Und auf diese Weise kann man szenarienbasiert sich schon eine gewisse Sicherheit holen, sodass man mit dem, was man jetzt zentral für das gesamte Gewerbegebiet plant, nicht ganz so daneben liegt. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch an Sie, Herr Knebel. Jetzt stehen Sie natürlich ganz am Anfang mit Ihrem Projekt, aber lässt sich das denn theoretisch in der Zukunft auch auf andere Bereiche ganz gut übertragen? Oder haben Sie auch geplant, vielleicht eben in Ihrem Projekt als Ergebnis so eine Art Leitfaden herauszubringen, dass man ja für Gewerbebetreibende eventuell auch nützlich ist? Also vielleicht zwei Sachen. Das eine, was wir halt festgestellt haben in der Metastudie, ist, dass diese Möglichkeiten, die ich habe, die Abwärme zu nutzen, heute noch gar nicht überall der Fall sind. Das heißt, dieses Verständnis besteht noch gar nicht überall. Der zweite Punkt ist, ich habe auf diese Werkzeugentwicklung hingewiesen. Das kann man, glaube ich, an anderen Stellen genauso übertragen, weil man einfach immer wieder in der Situation ist, dass man die Potenziale gar nicht erkennen kann und nicht verstehen kann. Mag banal klingen, aber wir haben wirklich festgestellt, so ist es nicht. Und deswegen haben wir auch angefangen, genau diesen ersten Schritt, wir haben jetzt eine Visualisierung mal dargestellt, zu gehen. Und da auch weiterzugehen und sagen, wie könnte zum Beispiel ein Expertensystem aussehen, wo ich jetzt mir einfach mal angucke, wie sind die Verhältnisse. Also sprich, diese Daten, die wir dargestellt haben, energetisch auch mit Wirtschaftlichkeitsfaktoren verknüpfen und auch sagen, okay, ich probiere da jetzt mal was aus. Vielleicht auch für jemanden, der weniger da involviert ist, um erstmal dahinter zu kommen, wo sind die Möglichkeiten? Also ich glaube, das ist eigentlich das, was ich als Übertragbarkeit dann auch an der Stelle sehe und was wir übertragen wollen. Mhm. Ja, okay, danke. Nun habe ich hier von Herrn Hinrich Oehlendahl von der Hochschule Flensburg noch drei Fragen an Sie, Herr Gehlert. sehen Sie die, super. Ich lese sie gleich nochmal vor für alle. Erstens, welche Größenordnung, also Energiemenge, hat das Projekt Carré 100? Vielleicht direkt oder ich mache einfach mal hintereinander, dann können Sie vielleicht was zusammenpacken. Zweitens, haben Sie als Thermodynamiker Bauchschmerzen bei der Effizienz von der Elektrolyse von ca. 60%? Und drittens, sehen Sie Vorteile, die Biogaserzeugung in Ihre Sektorkopplung mit einzubeziehen? Beispielsweise zur Gasspeicherung für den Betrieb von Blockheizkraftwerken beziehungsweise Einsatz nach Aufbereitung im Transportsektor. Gut, fange ich mal mit der ersten Frage an. Die Größenordnung des Quartiers. Wir sprechen hier über einen witterungsbereinigten Erdgasverbrauch im Jahr von circa 4 Millionen Kilowattstunden. Dann dazu kommt noch ein Heizölverbrauch von ungefähr der Hälfte. Sind wir also beim Wärmebedarf ungefähr im Bereich 6 Millionen Kilowattstunden. Und der Strombezug, der liegt ungefähr bei 1 Million Kilowattstunden für das Quartier im Jahr. Frage 2. Natürlich habe ich als Thermodynamiker immer ein Problem mit Effizienz und auch Energieentwertung. Es ist bei uns aber im Carré so, dass der Wasserstoff da genutzt werden soll, wo er auch gebraucht wird und wo er vor allen Dingen auch einen wirtschaftlichen Nutzen für den Betreiber erzeugen kann. Und das ist die Mobilität. Das heißt also, das hatte ich vorhin in der Kürze der Zeit nicht ausführen können. Wir überlegen in Heide, dass wir zum Beispiel Busse, die ab dem Jahr 2026 umgestellt werden müssen, dass wir diese Busse dann ab 2026 mit Wasserstoff ausrüsten und eben den erzeugten Wasserstoff jetzt nicht irgendwie für die Rückverstromung nutzen. Die ist in der Tat sehr ineffizient. Na, dann haben wir nämlich nicht nur 60%, sondern dann landen wir da irgendwie bei 25-30% von Strom zu Strom. Das ist natürlich eine Notsituation, die man natürlich auch mit dem Gaskessel ausgleichen könnte zum Teil. So, Frage 3, das ist die Biogaserzeugung. Die haben wir im Projekt relativ früh rausgeschmissen, sage ich mal. Und zwar das Problem hier, wo wir eben auch nicht reingeraten wollten, das ist immer diese Food-or-Fuel-Diskussion. Und wir haben einfach gesagt, dass eben an dieser Stelle die erste Frage eben existiert, Food or Fuel. Und zum anderen haben wir auch ein Problem, Biogas irgendwie in
das Quartier durch Halbheide durch eben hinzubringen, ohne dass wir eine Aufbereitung machen, also das Biogas quasi auf Erdgasniveau aufreinigen. Und deswegen haben wir da von Anfang an abgesehen. Ja, super. Vielen Dank. Ich mache noch eine letzte Frage in Anbetracht der Zeit. Ja, machen wir schnell noch einmal die. Und zwar von Marlies Wiegand, auch von der Fachhochschule Westküste. Wer führt die bauliche Umsetzung des Energiekonzepts im Quartier durch? Die bauliche Umsetzung, ja, da muss man unterscheiden. Wir haben ja ein Bestandsquartier. Das heißt, da ist erstmal jeder Hausbesitzer selber für sein Haus verantwortlich und entscheidet auch selber, was er wann macht. Was die Nahwärmeversorgung angeht, da versuchen wir natürlich so eine Art Anreize zu schaffen. Ein Teilbereich des Carré-Projektes ist auch Partizipation. Das heißt, wir führen regelmäßig Informationsveranstaltungen mit den Bewohnern durch und versuchen, die eben immer auf dem Laufenden zu halten, dass sie genau wissen, wie der aktuelle Stand ist. Und wir versuchen eben dann auch Anreize zu geben, zum Beispiel jetzt nicht gerade einen neuen Gaskessel in sein Haus einzubauen, sondern vielleicht den alten noch ein bisschen am Leben zu erhalten, bis die Nahwärmeleitung auch tatsächlich da liegt und sich dann an die Nahwärme anzuschließen. Das führen wir parallel im Projekt auch durch. Eine andere Nummer, das sind die Neubauvorhaben im Quartier. Die hatte ich auch noch nicht erwähnt. Es gibt da zwei Flächen im Quartier, die für Neubauten vorgesehen sind. Und da wird es so sein, dass das eben federführend die Stadt mitmacht, diese Flächen eben auch ausweist, entsprechend den B-Plan anpasst. Und was da gebaut wird, das erfolgt im Moment auch in enger Abstimmung mit den Projektpartnern. Aber das ist im Moment nur beispielhaft mal dargestellt. Da hat zum Beispiel mal ein Stadtplaner mal so dargestellt, auch anhand eines anfassbaren 3D-Modells, wie eben diese Neubauflächen dann auch aussehen könnten, was man da für Gebäude errichten könnte. Und diese Gebäude, die bekommen natürlich dann einen Anschlusszwang fürs Nahwärmenetz, so dass Nahwärmenetz dann vorhanden ist. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sie beide auch fürs Beantworten der Fragen und für Ihre wirklich interessanten Vorträge. Ich würde dann jetzt einmal übergeben an meine Kollegin, Frau Barbara Weig. Und dann wollen wir einmal zu dem Wirtschaftsvortrag übergehen. Ja. Ja, danke, Tabitha. Auch ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Barbara Weig. Ich arbeite als Innovationsmanagerin bei der Kieler Wirtschaftsförderung und begleite Sie nun durch den zweiten Teil unserer heutigen Veranstaltung. Nachhaltigkeit in Gewerbegebieten kann an verschiedenen Punkten des Energiemanagements ansetzen. Bei der Produktion von Energie, der Übertragung, der Verteilung und der Nutzung. Digitalisierung ist dabei vielfach der Schlüssel zu einem nachhaltigen Energiemanagement. Welche technischen und vor allem digitalen Lösungen die Firma Schneider Electric für smarte, nachhaltige Gewerbegebiete entwickelt hat, wird uns nun der folgende Vortrag zeigen. Unser nächster Referent, Ronald Thorn, ist gelernter Informatiker. Er hat zunächst 5 Jahre in mittelständischen Unternehmen gearbeitet und parallel IT und Projektmanagement studiert. Seit 2011 ist er bei Schneider Electric tätig und leitet dort deutschlandweit Digitalisierungsprojekte. Seit 2 Jahren ist er zurück in seiner Heimat Lübeck und als Key Account Manager mit dem Schwerpunkt der Projektentwicklung in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. In seinem Vortrag mit dem Titel EcoStructure Innovation auf allen Ebenen wird uns Herr Thorn in die smarte Welt von Schneider Electric entführen. Herr Thorn, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Weig. Ich hoffe, man kann mich hören. Ja, bestens. Das hört sich gut an. Und den Bildschirm kann man auch sehen? Ja, ist zu sehen. Perfekt. Super, dann steigen wir auch sofort ins Thema ein. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Genau, ich arbeite bei Schneider Electric. Schneider Electric ist ein Elektronikkonzern mit weit über 150.000 Mitarbeitern weltweit. Und wenn wir mal hier so auf die Karte schauen, finden wir Schneider Electric in vielen Lebensbereichen wieder, also im klassischen Wohnungsbau, im Zweckbau, in der Industrie. Wir können uns das einmal anschauen. Wir beschäftigen uns mit konventioneller, erneuerbarer Energie, mit der Netzverteilung, Automatisierungstechnik, Rechenzentren, industrielle Prozesse, Maschinen,
Wohnungsbau, Elektromobilität, ein Riesenthema momentan, sicherlich auch in den Quartieren, auch was dann zu beachten ist bei dem ganzen Energiemanagement, im Schiffbau, Energiemanagement, genau, in Vernetzung der Kommunikation der Themen. Das heißt, wir können uns zu dem Thema heute hier auch reichlich bedienen und schauen uns das einmal an. Wir haben das vorhin auch schon mal gesehen bei dem Quartiervortrag, die herkömmliche Energieverteilung. Die ist da, aber es gibt sicherlich auch die neuen Modelle und die werden immer mehr. Und wenn wir uns das anschauen, wenn weggehen vom klassischen Bild, haben wir Themen wie Smart Grid, wir haben die Laststeuerung, wo wir die Batteriespeicher dabei haben, wo wir dezentrale Energieerzeugung haben, wo wir über das Thema der Sektorenkopplung sprechen. Auch damit beschäftigen wir uns bei Schneider Electric und versuchen dafür natürlich Lösungen zu finden. Wie gehen wir das an, das Thema? Sicherlich ist die Digitalisierung, wir haben es auch schon gerade gehört, ein wichtiger Schlüssel dazu. Aber wie setzen wir das um? Wie sieht der Prozess dahinter aus und auch die Architektur? Wir versuchen oder wir gehen das Thema so an, dass wir erstmal sagen, wir vernetzen alles. Wir vernetzen viele Geräte, wir machen die Geräte intelligenter, wir wollen, dass die Geräte, die wir einbauen von Schneider Electric, alle untereinander vernetzt sind und uns wichtige Daten liefern. Diese Daten wollen wir natürlich dann sammeln und analysieren, damit wir dann am Ende mit den Daten auch dann Rückschlüsse bilden können, aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen, um dann agieren zu können. Es geht ja im Zweifel nicht mehr nur darum zu sagen, ich erfasse was und kriege vielleicht eine Störmeldung übermittelt, sondern es geht ja vielmehr um die Frage vielleicht auch, warum ist dort eine Störung aufgetreten, warum ist dieses Ereignis eingetreten und wenn wir das vielleicht auch nicht abstellen können, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass wir halt auch rechtzeitig informiert werden, damit dies nicht wieder eintritt. Ja, die Architektur, die wir dahinter aufbauen, sieht so aus, wir nennen sie EcoStruxure bei uns, dass wir auf der untersten Ebene, das ist dreistufig, die vernetzten Produkte haben. Dann kommt die nächste Ebene, das ist eine Steuerungslösung, Edge Control nennen wir das, wo wir wirklich erstmalig eingreifen, auch als Benutzer, dass wir auf die Anlage steuern können, eingreifen können, regeln können. Und dann haben wir die oberste Ebene, die Apps, Analytics und Services. Wir sind quasi unsere, wir nennen es mal Advisor, Berater, Software gesteuert, die auf die Anlage gucken. Dadurch, dass wir einfach vieles vernetzen und immer mehr vernetzen müssen und auch Daten sammeln, ist es schwierig geworden, das, ich sag mal, händisch alles noch auszuwerten und im Blick zu haben. Das ist kaum noch möglich. Das heißt, wir müssen uns halt Software zunutze machen, die IT, um die Daten einfach zu analysieren, damit die wirklich uns dann aussagekräftige Informationen zur Verfügung stellt. Man kann es wahrscheinlich mal so vergleichen, ich möchte es mal machen, wenn wir in die Formel 1 gehen würden, hätten wir hier unten bei den vernetzten Produkten klassisch das Formel 1 Auto, also wirklich die Hardware, hier wäre das Formel 1 Auto. Auf der Steuerungs- oder Edge-Control-Ebene wäre das klassisch der Fahrer und die oberste Ebene wäre die Boxengasse. Das soll heißen, der Fahrer kann sicherlich das Formel-1-Auto fahren. Ob er zum Sieg fährt, das ist eine andere Frage. Sicherlich wird er die Information, die das Auto zur Boxengasse liefert, zurückgeführt brauchen, um dann wahrscheinlich zu wissen, ich muss in die Boxengasse, ich muss tanken, meine Reifen sind verschissen, um dann auch einen Sieg einzufahren. Und so kann man das auch übertragen auf Gebäude, einzelne Gebäude, ganze Quartiere, Industriegebiete, dass wir sagen, klar, wir haben unsere klassischen vernetzten Produkte, die haben wir schon seit längerem, die gibt es seit vielen Jahren und wir können auch steuern. Aber ob wir immer am Maximum der Effizienz sind, ob das Gebäude optimal läuft, ob wir alle Sektoren, die wir dort verknüpft haben, sinnvoll miteinander agieren, dafür brauchen wir halt einfach die oberste Ebene und die Software, die wir uns dann zu Nutzen machen. Hier mal ein Beispiel, so könnte das aussehen. Also hier unten haben wir die unterschiedlichsten Bereiche, wo wir Hardware liefern, Bereich Sicherheitstechnik, Beleuchtung, das ganze Thema Power, Elektromobilität, wo wir sehr viel anbieten, Heizung, Klima, Lüftung, Kühlung. Also das wären die einzelnen Bereiche, die wir anknüpfen können auf unterschiedlichsten Bussystemen, ob das nun klassisches TCP-IP-Protokoll ist, Modbus, Bugnet
Das spielt alles keine Rolle. Wir können das alles anbinden. Wir sind dort auch Hersteller offen, also im schlimmsten Fall, weil wir selber auch wissen, es gibt viel Bestand und es ist nicht überall Schneider Electric eingebaut, können wir auch andere Systeme, da können wir auch anknüpfen. Dann haben wir die Ebene, wo wir selber eingreifen können, lokal im Gebäude, und die übergeordnete Ebene, die sogenannten Advisor, die uns dann zur Hand gehen. Ja, wenn wir jetzt mal auf smarte Energiemanagement gucken, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal ganz klein anfangen, ganz klein smart die ersten Daten mal analysieren, aufnehmen, haben wir sogenannte Powertechs bei uns im Programm. Die können Sie nachrüsten in Ihrer Verteilung. Das können Sie bei sich zu Hause machen. Das kann im Büro sein, aber auch in der Produktion. Überall da, wo Sie halt gerne mal was messen möchten und auch Transparenz reinbekommen möchten. Dazu gibt es dann passend eine App, wo Sie nicht nur den Verbrauch sehen, sondern Sie könnten theoretisch auch sehen, was speist gerade meine PV-Anlage ein, wenn ich eine Batteriespeicher dahinter habe, wie ist der Ladezustand, beziehe ich gerade Energie aus dem Netz oder gerade aus der Batterie oder PV. Ich könnte meinen Stromkostentarif hinterlegen, könnte auch sehen, wo laufe ich vielleicht tendenziell am Monatsende raus, dass dort keine bösen Überraschungen sind. Sie könnten sich aber genauso auch Alarme einrichten und sagen, wenn jetzt hier Strom fließt, möchte ich benachrichtigt werden. Oder auch andersrum, wenn jetzt vielleicht länger als 3 Stunden mal kein Strom fließt, dann möchte ich auch benachrichtigt werden. Das ist für uns so der Einstieg für jedermann im Bereich Energiemanagement, wo man mal sagen kann, ich fange schon mal an, Daten aufzunehmen, zu analysieren, zu messen. Vielleicht auch klassischen, Entschuldigung, einen Einstieg, um vielleicht auch mal zu schauen, wie viel PV brauche ich vielleicht. Vielleicht messe ich schon mal vor, sehe, was habe ich wo an Energiefluss, um danach vielleicht dann auch meine PV-Anlage besser auslegen zu können. Wenn wir das jetzt eine Nummer größer machen wollen, dann haben wir das natürlich auch im Programm. Hier haben wir mal jetzt ein Bild, wo wir das dann auch visualisieren, zum Beispiel von so einem Krankenhaus, wo wir auch sehen, in welcher Abteilung sind vielleicht gerade die meisten Verbraucher, wo ist viel Energiefluss. Und das Schöne ist, wir haben das nicht nur für Energie, sondern wir haben das auch, wir sehen das hier, für das Thema Wasser, Luft, Gas, Strom, Dampf, für unterschiedliche Sachen. Also auch wenn wir wieder in ein Quartier reingucken, auch das Thema Sektorkopplung, können wir die unterschiedlichsten Themen aufnehmen und auch visualisieren und auch einfach Transparenz schaffen für den Nutzer. Ich gehe hier nicht auf die einzelnen Folien drauf ein, in der Hoffnung, dass Sie die Präsentation im Nachgang vielleicht zugeschickt bekommen. Haben Sie das einfach nochmal zum Nachlesen? Kontaktieren Sie mich auch gerne im Anschluss. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, dann Stromrechnungsprüfungen zu machen. Sie haben die Möglichkeit, Kostenzuweisungen zu machen, wenn wir jetzt sagen, wir betrachten vielleicht auch klassisch mal jetzt so eine Shopping Mall oder ein Gebäude, wo unterschiedliche Einheiten drin sind. Dann könnte man sagen, man macht eine Kostenzuordnung für die einzelnen Geschäfte, die dort im Gebäude zum Beispiel drin sind. Könnten aber auch Fachabteilungen im Büro sein. Wir können Energiebenchmarking führen. Das kann man natürlich lokal im Quartier betreiben, aber sicherlich auch natürlich dann weltweit. Ist vielleicht ein spannendes Thema auch mal zu sagen, wenn so ein Quartier entsteht, wenn ein Industriegebiet entsteht, wo gleichartige Gebäude sind, mit einer PV-Anlage vielleicht auf dem Dach, wie kann ich halt dauerhaft vergleichen und einen Benchmark ausführen und vielleicht auch Rückschlüsse bilden, wenn ich sehe, ich habe gleichartige Gebäude, warum liefert die eine PV-Anlage deutlich weniger als die andere, um vielleicht einfach mal auch nachzuschauen, was ist dort vielleicht los, warum läuft die Anlage nicht sauber. Muss vielleicht nicht bis zum Jahresende warten und dann erstutzig werden, wenn die Abrechnung kommt. Ja, Energieverbrauchsanalysen, auch ein spannendes Thema, wo wir dann einfach auch verstehen wollen, Energieverbrauchsmuster identifizieren, uns das angucken wollen, Einflussfaktoren analysieren wollen und aber auch bewerten wollen, wo wir einfach sehen, was schieben wir vielleicht in so einem Quartier, in so einem Industriegebiet auch rein, wo sind meine Verbräucher, wo fange ich an, vielleicht auch zu optimieren und nochmal tiefer reinzuschauen. Muss es dann wirklich hier sein bei diesen kleineren Verbräuchern? Wahrscheinlich macht es vielleicht Sinn, sich dann erstmal die Hauptabnehmer anzugucken. Also auch hier wieder wirklich dann, wenn wir die Daten aufgenommen haben, wir wollen sie visualisieren, analysieren und Rückschlüsse daraus ziehen.
Ja, wir nutzen uns die Software. Die Software hat natürlich Vorteile. Wartungskosten können wir senken, Energieverbrauch reduzieren, die Lebensdauer der Anlage einfach verlängern, den Komfort verbessern, weil wir auch einfach schneller agieren können und vielleicht auch schon agieren können, bevor überhaupt eine Störung eintritt oder das Ereignis eintritt, dass wir schon proaktiv Richtung auch Predictive Maintenance agieren und einfach vorbeugen können. Ja, wir können das alles in der Net auf einer grünen Wiese bauen, aber wir haben natürlich auch Bestandsgebäude und auch da gehen wir ran und sagen, wir setzen uns mit den Kunden ran, wir analysieren seine Anlage, gucken uns den Ist-Zustand an, machen auch so ein Energiemodell, Sensor-Audit nennen wir das, wo wir sagen, wo gucken wir jetzt mal genau hin, implementieren dann ja, Messsensoren, nehmen die Daten auf, besprechen das mit den Kunden und würden dann auch einen Performance-Plan generieren und sagen, pass auf, da wollen wir gemeinsam hin oder der Kunde und gehen das zusammen mit dem Kunden durch, was für Maßnahmen wir umsetzen müssten, um dann auch wirklich dorthin zu kommen. Ja, vernetzte Gebäude, dazu möchte ich Ihnen gleich nochmal, spielen wir gleich nochmal ein kleines Video ein. Wir haben, das war natürlich jetzt viel auf Folien, aber wir machen das nicht nur auf Folien, sondern wir setzen das auch in der Realität um. Und eines der größten Projekte, die wir jetzt so auch in der Nähe haben, das wäre jetzt in Berlin, der sogenannte EUREF Campus, Europäisches Energieforum steht das EUREF für. Hier sitzt Schneider Electric. Hier sitzt Schneider Electric unter anderem in Berlin und wir haben hier einen kompletten Campus, der komplett vernetzt ist. Also dort haben wir das, was ich gerade alles gezeigt habe, auch umgesetzt. Und wenn es passt, wäre es schön, wenn wir jetzt einmal den Film einspielen könnten dazu. Die CO2-Klimaziele der Bundesregierung für das Jahr 2050 werden hier auf dem EUREF Campus in Berlin seit 2014 erfüllt. Das macht uns zu einem europaweit einzigartigen Stadtquartier, das zeigt, dass die Energiewende machbar und bezahlbar ist. Mein Name ist Reinhard Müller. Ich bin Architekt und befasse mich schon mein ganzes Berufsleben mit dem Thema Nachhaltigkeit. Als Eigentümer des Europäischen Energieforums, kurz EUREF, entwickle ich seit 2008 diesen Zukunftsort gelebter Energiewende. Hier arbeiten und forschen 3000 Menschen in rund 150 Unternehmen, Startups, Institutionen an den Themen Klimaschutz, Mobilität und Energieeffizienz. Mit unserer CO2-neutralen Energieversorgung mittels Photovoltaik, Windanlagen, Biomethan-Blockheizkraftwerk, Power-to-Heat und Power-to-Cool-Anlagen versorgen wir sämtliche Gebäude und Elektrofahrzeuge mit Strom, Wärme und Kälte. Gesteuert werden diese Energieströme mittels 10.000 Datenpunkten über ein von Schneider Electric digitalisiertes Micro-Smart Grid. Dadurch sparen wir jedes Jahr knapp 1 Million Kilowattstunden ein. Eine Energiemenge, mit der man ganz Berlin 20 Minuten lang versorgen könnte. Wir konnten die Nebenkosten für Strom, thermische Energie und Wasser um bis zu 25% reduzieren. Die IoT EcoStructure-Lösungen sind das Rückgrat des Energiemanagements auf dem Campus. Der hohe Digitalisierungsgrad der Produkte ist richtungsweisend für den Erfolg unseres Projektes. So wird es auch in Zukunft sein, wenn wir partnerschaftlich weitere innovative Projekte wie einen zweiten EUREF Campus auf Zollverein in Essen angehen. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank. Genau. Ja, also man hat es gesehen, wir setzen das dort um und ich kann Sie auch nur einladen, wenn Sie Interesse haben, das vor Ort mal sehen zu wollen, kontaktieren Sie mich. Ich fahre auch gern mit Ihnen gemeinsam hin. Ich stelle auch gerne den Kontakt sonst einfach her. Wir können uns das vor Ort wirklich einmal angucken, auch mal tiefer in die Materie einsteigen, uns das anschauen. Genau, das nächste Projekt, was jetzt gerade in der Pipeline ist, das ist nicht Zeche Zollverein in Essen, sondern wir bauen das so ein gleiches Quartier jetzt nochmal in Düsseldorf, weil da unser neues Headquarter entsteht, direkt am Flughafen. Genau. Ja, in dem Sinne, vielen lieben Dank
Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, gerne bitte im Anschluss auf mich zukommen, weil es ist sind spannende Themen und in 10 Minuten ist es einfach sehr knapp, das alles so rüberzubringen. Vielen lieben Dank. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Thorn. Sie haben in 10 Minuten schon sehr, sehr viel rübergebracht. Ich möchte nun alle Teilnehmer gerne einladen, Ihre Fragen in den Chat einzugeben, denn wir haben noch ein paar Minuten Zeit, Sie mit Fragen zu löchern. Vielleicht kann ich schon mal, solange die Fragen eingetippt werden, eine Frage von mir stellen. Digitalisierung ist immer gut und digitale Strukturen, Vernetzung, solange es funktioniert, wie störanfällig oder ausfallanfällig ist denn das Ganze, auch wenn man an Hackerangriffe und so weiter denkt, gibt es da Sicherheitsmechanismen? Also grundlegend, ja klar, beschäftigen wir uns auch mit und auch das ist immer was der Kunde am Ende des Tages sich auch überlegen darf, wie er das System betreiben möchte. Wir haben dort einfach zwei Optionen, dass wir sagen können, einerseits betreiben sie es komplett lokal bei sich und müssen auch keine Daten so gesehen ins Internet geben und können das quasi autark betreiben. Sie könnten aber genauso auch sagen, sie wollen es komplett vernetzen und wenn sie natürlich standortübergreifend agieren, dann geht es manchmal nicht anders. Auch da ist natürlich die Cloud ein Thema. Aber wenn man jetzt ein gewisses Sicherheitsniveau haben möchte und hat dort Ängste oder Vorgaben, besteht komplett die Möglichkeit, dass Sie auf Ihrer IT, die Sie vor Ort auch gerne stellen, alles implementieren können und müssen theoretisch nichts nach außen geben. Herzlichen Dank. Eine Frage ist hier von Frau Christiansen von EESH. Frau Christiansen fragt, ob Sie wissen, ob es Fördermöglichkeiten für smarte Energiemanagementsysteme gibt, vor allem bei öffentlichen Gebäuden, also zum Beispiel bei Schulen. Ist mir jetzt so neu. Also ich sag mal, am Ende des Tages ist es ja so, dass wir salopp gesprochen 3-stufigen Vertriebsweg haben, wo wir als Industrie, als Hersteller das an den Elektro-Großhandel vertreiben, der Elektro-Großhandel an den Installateur. Der Installateur verbaut solche Sachen ja dann im Rahmen von Ausschreibungen, wie auch immer, dann ja auch in den Schulen, öffentlichen Gebäuden. Daher sind es schwierig, direkt was zu machen. Normale Fördermöglichkeiten wüsste ich jetzt so nicht. Es gibt sicherlich, wie fürs Thema Elektromobilität, Fördermöglichkeiten. Müssten wir nochmal nachschauen, ob es dort Möglichkeiten der Förderung gibt. Ich weiß nicht, ob die KfW vielleicht im Rahmen Sachen anbietet, müsste ich selber auch nochmal im Detail einsteigen. Dankeschön. Vielleicht daran anknüpfend die Frage, was braucht es in Ihrer Meinung nach, dass das einfach die Regel wird, dass Gewerbegebiete, dass Stadtquartiere mit sowas ausgerüstet werden? Ja, gute Frage. Die Regel, ob es auch wünschenswert ist, müsste man natürlich gucken. Ich denke mal, es macht immer schon mal Sinn, überhaupt mal gewisse neuralische Punkte, die Daten aufzunehmen, um wirklich für Transparenz zu sorgen und wirklich mal zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und sicherlich, das, was wir gerade gezeigt haben und das, was wir auch in Berlin machen, das ist natürlich die Endausbaustufe und das ist natürlich schön und das kann man auch auf der neuen leeren grünen Wiese alles so errichten und machen. Wir haben aber auch einfach viel Bestand da und da müssen wir auch realistisch sein und sagen, wie gehen wir damit um und wir sind schon immer froh, wenn überhaupt das Verständnis dafür da ist, sich damit mit dem Thema zu beschäftigen und verstehen zu wollen, was da passiert, um dann auch zu sagen, wir nehmen die Daten auf, wir analysieren mal und wollen auch mal gucken, wo können wir vielleicht Energie einsparen, Wärme und die Themen, die wir dort haben. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Thorn. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr an Sie. Allerdings haben wir noch zwei Fragen an Herrn Professor Gehlert, wenn ich das richtig sehe. Einmal an die Regie die Frage, können wir Herrn Gehlert nochmal das Wort erteilen? Ah, da ist er schon. Wunderbar, Herr Gehlert, es gibt noch zwei Fragen. Und zwar die eine von Sebastian Fiedler. Welches Temperaturniveau hat das Wärmenetz? Ja, also erstmal, ich freue mich tatsächlich, dass das Interesse so rege ist und ich freue mich auch über diese Fragen, die natürlich auch
all das nochmal hinterfragen, was ich alles nicht gesagt habe. Und zwar, das ist wirklich ein spannendes Thema mit dem Wärmenetz, weil wir da einen riesen Spagat machen müssen. Wir haben auf der einen Seite schlecht gedämmte Bestandsgebäude, die eben hohe Vorlauftemperaturen brauchen. Und zum anderen haben wir eben zwei Entwicklungsflächen, wo eben Gebäude nach dem neuesten Dämmstandard errichtet werden sollen. Um es kurz zu machen, wir haben 80 Grad als Maximaltemperatur angepeilt, sodass wir, sagen wir mal, so Haushalte, die eben 75 Grad oder 70 Grad Vorlauftemperatur an den kalten Wintertagen brauchen, dass wir die auch mitversorgen können. Aber die Idee ist eigentlich, dass wir die Temperaturen im Nahwärmenetz dynamisch fahren, dass wir die also den Jahreszeiten anpassen. Denn sie, also jeder, der sich mit Nahwärme so ein bisschen auskennt, der kennt auch das Sommerloch. Und dass da natürlich, wenn das im Sommer, sag ich mal, Strich gefahren wird, dann wird da Unmengen an Energie werden da verpulvert. Und das wollen wir natürlich nicht. Und eine andere Idee ist auch noch, wobei das im Moment noch in Diskussion ist, dass wir eben die Entwicklungsgebiete tatsächlich an den Rücklauf des Nahwärmenetzes anschließen. Da reichen die Temperaturen völlig aus. Also der Rücklauf, der wird dann irgendwie so bei 50, 55 Grad liegen. Das reicht für Neubauten durchaus aus. Und wir wollen auf diese Weise dann noch die Temperaturspreizung ein bisschen erhöhen. So die Idee. Ganz herzlichen Dank. Eine Frage nochmal an Sie, Herr Gehlert, von Frau Clorius vom Erneuerbaren Energiencluster. Sie geht nochmal auf die 100 Jahre alten Häuser ein, die mit regenerativen Energien versorgt werden können. Sie sagt, das hört sich tatsächlich herausfordernd an. Wäre das für den gesamten Gebäudebestand in Deutschland realistisch und welche Voraussetzungen brauchen wir dafür? Ja, das ist natürlich immer so die Gretchenfrage. Ich will da mal von der anderen Seite drauf gucken. Und zwar, wir haben in Deutschland, das ist auch erwiesen, ungefähr 1% Sanierungsquote im Jahr. Das heißt also, in 100 Jahren sind eigentlich alle Bestandsgebäude statistisch einmal durchsaniert. Und als wir uns mit dem Energiekonzept befasst haben, da haben wir natürlich auch nicht nur für den Ist-Zustand gerechnet im Jahr 2020, sondern wir haben auch Szenarien entwickelt. Wie sieht das zum Beispiel im Jahr 2030, im Jahr 2040 und im Jahr 2050 aus? Und darauf basierend haben wir natürlich angesetzt, sehr konservativ, diese 1% Sanierungsquote. Und so ergibt sich, dass eben in der Zukunft sich das Bild ein bisschen wandelt. Und das haben wir natürlich auch gleich bei der Konzeption mit berücksichtigt. Aber es ist natürlich letztlich immer der Hausbesitzer, der entscheidet, wann er was macht. Das ist sein gutes Recht. Es gibt so ein paar Sachen, die müssen gemacht werden, wie zum Beispiel oberste Geschossdecke dämmen, wenn es dann verkauft werden soll. Und die Erfahrung sagt auch, wenn ein Haus verkauft wird, dann macht der neue Besitzer einiges daran, sodass dann eben einiges auch aufgeholt wird. Und das ist so, ja, das Spannungsfeld, in dem wir uns da einfach befinden. Also, ja, ich hoffe, die Antwort reicht. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Gillert, dass Sie nochmal eingesprungen sind. Jetzt kommt doch nochmal eine Frage an Herrn Thorn. Ich hoffe, er ist noch bei uns. Und zwar fragt Sebastian Fiedler, danke, Herr Fiedler, Sie fragen, wird in Ihrem System auch LoRaWAN-Komponenten eingebaut oder eingebunden? Genau, LoRaWAN. Ja, ich bin da, genau. Super spannendes Thema. Begegnen wir immer wieder. Nee, Schneider Electric setzt auf LP-Waren von Sigfox, weil wir da einfach weltweit mit agieren mit diesem System. Das ist komplett parallel, fährt das zu LoRaWAN. Gleiche Technologie. Wir können natürlich LoRaWAN-Geräte einbinden. Ich kenne die Thematik, also Parkplatzüberwachung, teilweise Hamburg macht spannende Sachen, Füllstandsanzeige für Mülltonnen und LoRaWAN ist immer mehr ein Thema. Wir können Sachen einbinden, wir haben aber selber keine Sensoren, die wir jetzt vertreiben für die Überwachung zum Beispiel. Ganz herzlichen Dank, Herr Thorn, für die Beantwortung der Fragen. Ganz herzlichen Dank auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Fragen und für Ihr Interesse heute an uns, an dem Thema unserer Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank an unsere drei Referenten heute. Sie haben uns spannende Einblicke in die technischen Möglichkeiten gegeben, nachhaltige Gewerbegebiete zu entwickeln.
Diese haben Sie uns vor allem auch ganz an konkreten Beispielen anschaulich gemacht. Wir haben zunächst von Herrn Professor Gehlert das Energiekonzept KARI 100 vorgestellt bekommen. Wir haben von Herrn Dr. Knebel gehört, wie Power-to-Kiel-Energieeffizienz im Lebensmitteleinzelhandel erreicht werden kann. Und haben nur noch von Herrn Thorn das smarte Energiemanagement auf dem EUREF Campus in Berlin vorgestellt bekommen. Ich habe heute gelernt, dass neben der Expertise in erneuerbaren Energien auch technische Möglichkeiten der Sektorkopplung und Digitalisierung zwei weitere starke Pfeiler der Energiewende in Schleswig-Holstein sind. Die gezeigten Möglichkeiten sind vielfältig. Es gibt auch noch viele offene Forschungspunkte, wie Herr Knebel uns dargestellt hat. Und es gibt bestimmt noch viele, viele Möglichkeiten, diese bisher technischen Möglichkeiten auch in die Realität umzusetzen. Im Hinblick auf die Klimaziele und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, haben die heutigen Vorträge Mut gemacht. Ganz herzlichen Dank an die Referenten und weiterhin viel Erfolg mit Ihren Projekten. Die Veranstaltungsreihe Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft hat zum Ziel, Wissenschaftler und in der Wirtschaft Tätige miteinander zu vernetzen. Leider ist dies in einem virtuellen Rahmen etwas schwieriger. Deshalb kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie den Kontakt zu unserem Referenten hergestellt haben. Möchten wir vom Orga-Team helfen Ihnen da gerne weiter. Zudem hoffen wir, dass WWW nächstes Jahr wieder in gewohntem Präsenzrahmen mit anschließendem Klönschnack stattfinden kann. Allerdings geht uns der Schutz Ihrer Gesundheit vor. Daher werden wir die weiteren Entwicklungen beobachten und dann je nach Situation entscheiden. Wir würden uns aber auf jeden Fall freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder bei WWW Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft begrüßen zu dürfen. Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf die aktuell stattfindende Europäische Nachhaltigkeitswoche bzw. die deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit hinweisen. Im Chat wurde bereits ein Link www.tatenfuermorgen.de bereitgestellt. Dort finden Sie zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem auch von unserem Cluster für erneuerbare Energien, EESH. Ich wünsche Ihnen allen im Namen der Veranstalter eine gute Restwoche. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal.